Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Cities XL Platinum. Ja Leute, lasst uns weitermachen. Die Stadt läuft einigermaßen gut, das hören wir gerne, massive Abwanderung. Die Einwohner verlassen die Stadt, irgendwas behagt ihnen nicht. Okay. Tja, das müssen wir im Auge behalten. Bislang, das sehen wir ja immer hier, wenn jetzt irgendwie das weniger wird. Ich weiß es nicht, ich mache trotzdem mal ein bisschen schneller. Schauen wir mal, massive Abwanderung. Ich merke aber nichts davon. Auf jeden Fall kommen jetzt hier endlich langsam mal Geschäfte rein. Das ist schon mal gut. Ich werde hier jetzt auch mal noch ein paar Häuser hinbauen. Ich glaube, die brauchen noch ein bisschen mittlere Dichte. Machen wir einfach mal einzeln hier hin. Ach, guck mal, das ist doch keine Abwanderung. Die gehen da sofort in die Häuser hier rein. Und dass wir jetzt erstmal schnell gucken, dass wir ein bisschen expandieren können und die Stadt größer bekommen. Weil ich würde sehr, sehr gerne bald dann nochmal Hochhäuser bauen. Weil mich einfach interessiert auch, wie das aussieht dann, der Spaß. Machen wir hier auch mal noch weiter. Neue Gebäude verfügbar. Okay. So langziehen kann man das ja leider nicht, ne? Schade. So, hätten wir. Weiß nicht, hier können wir auch noch machen. Auch gleich ein paar Häuser hin. Ich meine, wir können sie ja dann immer noch abreißen, wenn wir dann irgendwas anderes dafür ersetzen wollen. So. Wäre halt nochmal schön, wenn auch die Bürogebäude und so weiter, das Gewerbe mal ein bisschen wachsen würde. Ich weiß aber leider nicht, vielleicht muss ich dafür auch andere Straßen bauen. Also gut, hier ist jetzt ein bisschen was schon gewachsen, das ist gut. Hier würde ich vielleicht mal noch eine Straße durchsetzen schnell. Gucken wir mal eben, ob wir das hinkriegen. Machen wir das hier weg und das hier weg. Wird Straße, machen wir die kleine. Ziehen Spaß einfach mal so hier lang. So. Aber vielleicht sollte man für Gewerbe sowieso ein bisschen größere Straßen nehmen. Hier ist aber auch nicht mehr, hier war auch mal mehr gewesen, glaube ich. Den Einwohnern fehlt das an Unterhaltung. Ja, ja, ja. Irgendwie ist ja immer irgendwas. Einzelhandel, Freizeit, Bowlingbahn, Kartbahn. Können wir nochmal ein Riesenrad bauen. Hier ein Riesenrad hin. Noch eine Kartbahn bauen? Was kosten die? 1500. Brauche ich lieber noch einen Basketballplatz wahrscheinlich. Machen wir hier mal noch einen Basketballplatz hin. Und hier brauchen wir auch natürlich noch was. Ja, nehmen wir noch eine Kartbahn am besten. Diese Reichweite noch ein bisschen höher. So. Ich meine, wir machen ja so viel Geld, da passt das schon. So, das müsste jetzt eigentlich auch wieder grün werden. Ich hoffe es zumindest. Sieht's denn aus von der Zufriedenheit ansonsten? So, wir können mal kurz mal durchschauen. Hier, öffentliche Dienste. Okay. Gesundheitswesen. Hier bräuchte man noch ein kleines Krankenhaus. Das machen wir auch gleich mal noch. Städtische Einrichtung. Grundversorgung muss man auch mal schauen. Mülldeponie und den ganzen Spaß müssen wir auch noch bauen hier. Würde ich ja gerne wieder eine kleine bauen. Das ist ja jetzt wirklich nicht so viel. Ja, machen wir einfach hier hin. So, das dürfte jetzt auch passen. Ja, jetzt wegen den Häusern baue ich jetzt hier keine Klinik. So, hätten wir. Wie sieht es sonst aus? Bildung. Eieiei, ich muss mal hier und hier noch eine Schule hinbauen. Machen wir erstmal hier eine hin. Hier noch eine hin. Kostet auch noch 500, ne? Ne, 1000 kostet die, okay. Das ist hier so schlecht, das ist ja furchtbar. Ja, da bauen wir hier eine hin und machen noch eine Straße nach oben, dann hat man das auch. Machen wir mal das Haus hier weg. Und jetzt städtische Einrichtung, Bildung. So. Dann bauen wir jetzt hier noch eine Straße einfach hoch. Dann machen wir das auch gleich mal noch weg hier. So, hätten wir. Ansonsten, Bildung müsste jetzt eigentlich ganz gut passen. Ja, sieht gut aus. Ich hoffe, dass das hier auch mal noch besser wird. Aber wisst ihr, woran das auch liegen kann? Wir müssen hier auch noch mal Straßen hier lang bauen. Das machen wir auch mal noch schnell. Ist jetzt halt noch ein bisschen Feintuning. Das ist aber leider notwendig, Leute. Das muss schon sein. Machen wir das auch mal noch weg. Hier genauso. So, und da bauen wir jetzt hier mal noch dünne Straßen jeweils. Geht nicht. Ach komm, machen wir mal so hier. Ist mal ein bisschen was anderes. Na komm. Irgendwie eine Möglichkeit wird es wohl geben. Nein? Ach komm schon, ey. Das gibt's ja gar nicht. Jetzt aber, oder? Ja, sehr gut. So. Jetzt müsste es eigentlich, ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Ich guck mal. Bildung,
Das ist immer genauso beschissen. Ja gut, dann bauen wir hier auch noch eine Schule rein. Ich meine, das sind halt Grundschulen, glaube ich, sollst du die ganze Zeit bauen, oder? Was bauen wir denn die ganze Zeit? Grundschule, ja. Ja gut, dann. Ah, passt sogar jetzt hier hin. Na super. Na dann. So. So, Sicherheit. Gucken wir mal. Sieht auch noch nicht so toll aus. Hier bräuchte man noch eine Polizeiwache auf jeden Fall. Passt auch hin. Hier genauso. Das ist natürlich dann klar, dass sie dann irgendwann mal ausziehen wieder, wenn das jetzt hier so unsicher ist. Das ist logisch. Ja, aber ich tendiere ja fast dazu, das hier reinzubauen irgendwie. Und mal weg. Jetzt hier Brandschutz, nein, Sicherheit, ja. So. Und jetzt müsste es eigentlich schon langsam ins Zimmer passen. Hier vielleicht noch eine, hier können wir auch gleich noch eine Wache hinbauen. Ich will jetzt später sowieso das hier weiter ausbauen. Aber hier soll dann eher so ein edleres Viertel hin. Das wäre mir lieber. Und vielleicht auch das schon ein bisschen höhere Häuser. Müssen wir mal gucken. Lebensumfeld, Park. Müssen wir vielleicht auch mal bauen. Aber die Betriebskosten sind echt riesig. Schauen wir dann mal, wenn wir es dann brauchen. Ich werde es auf jeden Fall noch bauen dann. Jetzt bauen wir mal hier noch eine Wache hin. Sieht auch nicht so gut aus, aber ja, jetzt deswegen baue ich jetzt nicht noch eine. So, Brandschutz, schauen wir mal nochmal. Brauchen wir hier eine und hier eine. Die Häuser, die sehen teilweise schon echt cool aus, muss ich sagen. Ja, machen wir hier hin. Brandschutz, Feuerwehr. So, und jetzt hier oben noch, weil brauchen wir, glaube ich, noch eine. Ja, genau. Hier eine Straße brauche ich mal, wäre auch noch nicht schlecht. Hier mal weg. Hier mal weg. Hier könnte man vielleicht auch noch Häuser bauen. Müssen wir mal schauen. Ah, das gibt's da gar nicht. Straße. Will nicht. Hier auch nicht. Nicht genügend Platz für die Straße. Das kann nicht so ernst sein. Ah, ich verstehe, weil da dieser Park ist. Okay, ich hab's. Deswegen, hab mich schon gewundert. So, jetzt aber. Da bauen wir jetzt einfach mittig noch eine Polizeiwache, Feuerwehrwache hin. Da bauen wir sie hier hin. So. Ansonsten brauchen wir jetzt hier noch ein paar Häuser. Ich weiß nicht, was brauchen wir gerade? Wir brauchen ungelernte Arbeitskräfte, okay. Hä? Oh nein, jetzt habe ich irgendwie, ist das gerade, wo ich das hier angewählt hatte. Scheiße, muss ich das mal wieder abreißen. Habe ich aus den zwei Feuerwehrwachen gemacht. Jetzt aber. Ah, okay, ich hatte unten nicht ausgewählt. Sorry, okay, alles klar. Okay, mehr geht erstmal nicht. 34.000 Einwohner. Naja, es wird doch langsam, es wird doch langsam. Kein Wohnraum für Qualifizierte. Da können wir jetzt auch mittlere Dichte machen. Ich weiß nicht, ob wir das schon davor konnten. Ja, wisst ihr was, da mache ich jetzt mal hier wie so einen Straßenzug. Wird das dann verbunden miteinander? Ist das jetzt mit der Straße verbunden? Ja, sieht gut aus. Okay, na, dann können wir es so lassen. Ja, das wird doch langsam hier mit den Häusern. Guckt mal. Schön. Immer noch ein paar Einzelne hin. Und gleich noch ein bisschen grüne Fläche, einfach wenn wir es können. Grüne Fläche. So. Dann hier auch noch. Hier auch noch. Kann man ja gar nicht genug davon haben. Das sieht dann auch nochmal ein bisschen natürlicher aus, finde ich. Ist dann nicht so abgehackt irgendwie. Kommen überall bitte. Vom Geld 20.000, das ist noch in Ordnung. Aber wir haben jetzt auch sehr viel städtische Einrichtungen gebaut. Geld fließt in die Stadt. Ja. Okay, also scheint es jetzt erstmal keine größeren Probleme mehr zu geben. Das freut mich natürlich. So. Sieht schon mal ganz solide aus eigentlich. 37.350. Also 50.000 wird jetzt nicht mehr so lange dauern. Denke ich.
Na doch, hier ist ein bisschen echte Werbung. War das da vorhin wahrscheinlich auch echte Werbung gewesen? Ich kannte das Unternehmen noch nicht. Hat's mir aber auch nicht so genau angeschaut. Ich dachte, das wäre fiktiv gewesen. So, hier verkaufen sie noch ein Grundstück, wie es aussieht. Cool, ey. Sogar die Ampeln haben hier solche... Ja, gut eingezeichnet. Männchen. Ah, das mit den Bergen im Hintergrund, ey, das ist richtig cool. Es freut mich auch, dass ich werde das auch wahrscheinlich so lassen hier irgendwie, dass man diese Aussicht auf die Berge hat. Das finde ich richtig cool. Mir fehlt es an Unterhaltung gerade, wie es aussieht. Na gut, da kümmern wir uns nicht drum. Ich würde nur gerne nochmal... So, und hier haben wir jetzt hier die höheren Häuser von qualifizierten Arbeitern. Das sieht man aber auch, guck mal. Sieht schon ein bisschen besser aus. Wenn wir jetzt mal Uhrzeit machen, haben wir 21 Uhr. Machen wir mal 9 Uhr. Cool. Jetzt machen wir Mittag. Okay, na dann. Ja, weiterbauen heißt es sozusagen. Wie sieht's mit den Hotels aus? Immer noch super rentabel. Können wir da vielleicht schon bessere bauen? Einzelhandel. Hotels. Wir können jetzt große Hotels bauen. Okay, das würde ich ja mal ausprobieren. 3-Sterne-Hotel. Also kommen da noch immer mehr dazu, die dann noch nicht angezeigt werden am Anfang. Aber hier das ganze Gewerbe ist leider weg. Das stört mich ein bisschen. Aber vielleicht wird das ja dann wieder mit der Zeit. So, was haben wir noch? Das hier. Da wollen sie jetzt nichts bauen. Das ist natürlich schade. Aber ich finde das ja eigentlich schon gut, wenn das zwischen Wohngebiet und Industrie ist. Ja, das wollen sie nicht bauen, wie es aussieht. Rentabilität 94%. Minus 99%. Und die hier ist nur 100%. Ja, dann müssen wir es vielleicht wieder abreißen. Business wird... Ah, jetzt ist hier aber auch noch entstanden. Sehr gut. Aber wir können ja hier mal lesen. Das Unternehmen konnte seine Hoteldienstleistung nicht verkaufen. Das Umfeld des Unternehmens war unbefriedigend. Okay. Ja, weil hier kein Gewerbe mehr ist wahrscheinlich, deswegen. Aber über die Zeit müsste es ja eigentlich wehren. Ich weiß noch nicht, was wir jetzt hier noch bauen können. Man könnte noch ein bisschen Freizeit vielleicht machen. Aber die brauchen doch keine Freizeit. Die brauchen eigentlich hier... Das sind ja Business-Hotels und so. Also die sind ja höchstwahrscheinlich dann da wegen Industrie, dass sie hier irgendwelche Geschäftsbesuche machen, irgendwelche Meetings. Urlaub ist ja unwahrscheinlich, weil das ist ja kein Tourismus hier. Weiß ich nicht. Die Autos sehen total lustig cool aus hier. Gefällt mir. Nicht genügend Arbeit für Führungskräfte. Okay, dann soll... Ja, das könnte auch daran liegen. Da sollten wir vielleicht mal noch ein bisschen Industrie für Führungskräfte machen. Also, Hightech-Industrie. Nee, das ist die Hightech-Industrie hier, ne? Was haben wir denn hier? Nee, das ist Produktionsgewerbe. Das hier ist Hightech-Industrie. Und die müssen wir noch ein bisschen erweitern. Okay, na, dann machen wir das mal. Bauen wir es einfach weiter in die Richtung jetzt mal aus. Ja, machen wir erstmal so. Machen wir so hier. Ich muss irgendwann das hier mal noch miteinander verbinden, irgendwie. Könnte man eigentlich auch jetzt mal machen. Ich meine, wie lange dauert denn das Autobahn und so, bis wir es bauen können? 500.000, das wird noch zu lange dauern, leider. Und mich ärgert es immer noch, dass wir nicht die 60 Autos pro Minute Straße haben. So hier könnte man einfach machen. Das sieht so gut aus. Ja, die Feldwege. Mittlere Landstraße. Das sind einfach nur kleine Landstraßen. Ne? So hier. Geht das? Nein? Ich meine, verbinden kann man es ja trotzdem mal. Na, dann lieber hier mit. Dann machen wir so hier. So.
Cool, na, da haben wir das jetzt schon mal ein bisschen zusammenhängen, ne? Hier müssen wir das aber auch nochmal verbinden. Dann nehme ich hier so eine normale Straße. Machen wir Kurve. So. Na, gibt das schon mal ein schönes Bild hier auf jeden Fall. Ja, so langsam entsteht ja auch die Industrie. Es dauert jetzt natürlich ein bisschen. Sag mal, wir brauchen ungelernte Arbeitskräfte. Okay, na dann machen wir das mal weiter. Brauchen ja nicht mehr, naja, nochmal doppelt so viel Einwohner. Dann können wir da noch hohe Dichte davon machen. Was natürlich cool wäre. Tja, wo wollen wir die hinbauen? Hier eigentlich ungern eher. Lieber hier weiter. Geht nicht. Ja, das ist wegen dem Ding hier. Ja, dann machen wir das mal schnell weg noch. So. Und jetzt, so. Ziehen wir das einfach jetzt hier weiter gerade durch. Na komm. Was mir halt bei SimCity sehr viel besser gefällt, was sie hier halt nicht so gemacht haben, ist, noch dieses Prozedere, wie sie die Häuser aufbauen und so. Das ist irgendwie cool. Weil hier sprießen die einfach nur aus dem Boden und bei SimCity haben sie die ja wirklich aufgebaut. Und das fand ich nochmal ganz cool irgendwie. Ich sehe es auch immer naheliegend, dass ich natürlich immer den Vergleich zu SimCity bei dem Spiel suche. Aber bis zu diesem Moment her, das wird sich wahrscheinlich dann, das kann sich natürlich noch ändern, finde ich das jetzt nicht schlechter als SimCity. Die Kartengröße ist sehr viel besser, sehr viel angebrachter für eine Stadt auf jeden Fall. Muss ich überlegen, ich habe ja wirklich schon recht viel gebaut und wie viel Platz wir hier noch haben. Und von der Grafik her, es ist wahrscheinlich Geschmackssache, denke ich mal eher. Ich finde sie nicht schlechter, wenn dann besser. Wenn dann besser, um ehrlich zu sein. SimCity ist halt dann mehr Liebe im Detail ein bisschen. Also so wie gesagt, diese Animation und dann, dass man die Gebäude ausbauen kann und so weiter. Aber dafür kann man hier auch viel mehr bauen. Also allein das mit den Feldern finde ich halt schon großartig. Gehört halt auch zu einer Stadt dazu. Und das ist ja jetzt noch so eher Umland. Was ich jetzt bauen, ist eher noch Umland. Ich habe ja dann vor, hier dann die ganzen hohe Dichte hinzubauen. So direkt an See, dass wir hier am See so dann eine fette Skyline haben. Das ist eigentlich mein Plan. Es fehlt in der Unterhaltung. Na gut, dann. Was haben wir denn noch? Grundversorgungseinrichtungen. Abfallverwertung. Wasser. Haben wir denn noch kein Wasser in der Stadt? Wir haben uns darum ja noch gar nicht gekümmert. Dann müssen wir aber mal Statistik jetzt hier gucken, irgendwas. Wirtschaft, Bevölkerung, Lebensumfeld, Ressourcen, Autobahnverbindung, Straßenverbindung, Nutzland, Grundwasser. Hier haben wir Grundwasser. Ja, aber man merkt halt an solchen Sachen, es ist nicht mal ausgeschrieben, was jetzt hier steht zum Beispiel. Wo kann man dann Wasserleitung bauen? Strom? Man kann doch hier noch Wasser bauen. Abfallverwertung, Kraftstoff. Stellt Wasser bereit. Effizienz sehr hoch. Das können wir nur hier hinbauen. Ja, wir probieren es einfach mal. Wir gucken mal. Aber es kostet 5000, ne? Das ist schon ziemlich übel. Wie ist denn das mit dem Kraftwerk dann? 500? 5000. Können wir überall hinbauen. Also was die Stromleitung habe ich noch nicht gefunden. Da bauen wir hier mal ein Kraftwerk rein. In die Schwerindustrie einfach. Mal hier hin, oder? Kannst auch hier hinbauen. Ne, das sieht doof aus bei dem Berg, glaube ich. Oder? Naja, wir bauen es einfach mal hier, wenn sie merken. Oh ne, das passt schon. So, Strom hätten wir jetzt sozusagen. Aber ich meine, man wird ja auch nicht darauf hingewiesen, dass sie keinen Strom oder kein Wasser haben. Das ist halt ein bisschen merkwürdig. Darum habe ich da jetzt auch noch nichts gemacht in der Richtung. Aber dann wird das Geld langsam knapp, ne? Ja, nur fürs müssen wir es halt wieder abreißen. So, bauen wir hier einfach mal einen Wasserturm hin. Brauche jetzt noch eine Straßenanbindung. Bei dem Kraftwerk steht denn hier irgendwas? Kraftstoff, gekaufte Ressourcen, verkaufte Ressourcen. Und die könnten wir nur fürs auch verticken dann wieder, wie es aussieht. Okay. Na gut, dann bauen wir mal fix noch eine Straße hier zu dem Wasserturm hin.
Ich würde da schon gerne eine Hauptstraße da noch hinbauen. Ja, das sieht ein bisschen blöd aus. Mach mal eine Kurve. Mach mal so hier. Ah ne, ich will das mit der Hauptstraße verbunden haben. Nicht genügend Arbeit für Führungskräfte. Na dann. Aber die Hightech-Industrie haben sie da noch gar nicht ausgebaut. Also das macht ja jetzt keinen Sinn. Jetzt haben wir noch Transportwesen, Ressourcen, Lebensumfeld, Umweltverschmutzung. Ja, die ist hier schlecht, aber hier sieht es ja noch ganz gut aus. Lärmbelästigung, krass, das gibt's ja auch. Hier ist er am höchsten. Ne, hier ist geringe. Na doch, hier ist er aber am höchsten schon. Weil ja am meisten Autos langfahren. Aber hier sind ja die Hotels und so, aber das ist natürlich auch nicht so attraktiv dann. Sehenswürdigkeiten. Gebiet das vom Attraktionsbonus auf. Aha. Gebiet von Sehenswürdigkeiten nicht beeinflusst. Lebensumfeld. Also die sind sehr zufrieden mit ihrem Lebensumfeld und dafür muss man dann wahrscheinlich die Parks bauen, wenn die da unzufrieden sind. Aber das muss ich jetzt ja nicht. Das ist ja super bisher. Brauche ich das ja nicht ändern. Wirtschaft. Gewinn. Okay. Aber wir hatten auch schon mal mehr Gebäude gehabt. Die machen Verluste. Freistellen. Symbollegende. Die sind bankrott hier, die Unternehmen. Da läuft es nicht so gut. Unternehmen, die von Insolvenz bedroht sind. Das hatten wir auch schon öfters gesehen, dieses Zeichen. Arbeitsplätze. Passagiere. Zufriedenheit hatten wir auch schon durchgeschaut. Bevölkerung. Spitzenkräfte. Führungskräfte. Ah, ja, cool, jetzt sehen wir das auch mal. Also hier vor allem.